Was kannst du tun, wenn es dir schlecht geht? Wenn es einem schlecht geht, dann ist man deprimiert. Man denkt, die Welt ist doof. Man denkt, alle anderen haben es besser. Man denkt, wieso muss das mir passieren? Wieso immer ich? Wieso kann ich nicht auch mal so Glück haben wie alle anderen? Und da merkst du, es geht immer um ich. Wie wäre es denn, wenn du in dieser Situation mal aufhören würdest, an dich zu denken, sondern an jemand anderen denken würdest? Und da habe ich einen ganz, ganz schönen Tipp für dich, den ich von einer Matrixerin erhalten habe. Sie macht das so. Sie sagt, wenn es mir schlecht geht, dann tue ich jemand anderem etwas Gutes. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas komisch, weil es geht dir ja schlecht. Eigentlich sollten ja die anderen für dich schauen und dir was Gutes tun. Aber es hat was für sich, was sie sagt, weil wenn es dir schlecht geht, dann kreisen deine ganzen Gedanken nur noch um dich selber. Da unser Denken immer ein Problem sucht und immer ein Problem lösen will, ist es oft negativ eingestellt. Und wenn dann diese Gedanken um sich selber kreisen, es geht einem schon schlecht, dann kann es sein, dass es immer schlechter wird, dass es gar nicht besser wird. Und wenn man dann da mal ausbricht und an jemand anderen denkt und denkt, wem könnte ich heute Blumen kaufen, wem könnte ich etwas Gutes tun, wem könnte ich heute eine Freude machen, dann kommt man aus diesem eigenen Sumpf heraus und kann plötzlich wieder frische Luft atmen und frische Gedanken tanken. Und das ist doch ein toller Weg, um da rauszukommen. Also, mein Tipp nochmal, wenn es dir schlecht geht, dann tu jemand anderem etwas Gutes. Jetzt nimmt es mich natürlich wunder, was hältst du davon? Passt dieser Weg für dich oder kommt das überhaupt nicht in Frage? Schreib es mir doch hier unten in die Kommentare und ich antworte dir gerne. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.